hallo und herzlich willkommen zur 5. Ausgabe von Power City. Und das ist schon eine kleine Jubiläumsausgabe und wir starten den Timer und dann kann es auch gleich losgehen. Wir verbinden uns direkt mit dem Server. Rein. So, herzlich willkommen, guten Morgen. Wir haben mitten in der Nacht und ich würde sagen, oh, schaut mal, unser Weizenfeld sieht schon aus wie ein Weizenfeld. Da wächst was, sehr cool. So, bei uns ist die Tür offen, was ist da los? Haben hier etwa Leute nachgeschaut, was hier los ist? Das könnte gut sein. So, wir haben etwas Ferrous Ingot am Start. Da machen wir doch gleich mal Golderz rein. Was haben wir denn hier? Silver Ingot. Sehr schön. Da packen wir das Cinnabar-Ohr rein. Jawohl. Dann haben wir hier Eisenbarren. Sehr schön. Dann haben wir Lead Ingot. Und irgendwie ist es gerade sehr laut auf dem Ohr. Ich hoffe, für euch ist es nicht so laut. So, ich habe es ein bisschen leise gemacht. Alles wieder gut. So, dann haben wir hier, also wunderbar, alles fertig. Dann schauen wir gerade mal rein, packen wir das hier dazu. Wie gesagt, so richtig eine Ahnung haben, wozu man das alles braucht, habe ich noch nicht. Ich habe mich mal ein bisschen in der Zwischenzeit eingelesen und es ist wirklich, wirklich unfassbar, was man alles tun kann. Das werden wir sicherlich irgendwann mal wieder für irgendwas brauchen. Im Moment habe ich mir allerdings mal für diese Folge ein kleines Aufgäbchen herausgesucht. Mal so ein bisschen einfach mal etwas Neues zu machen, was ich bisher noch nicht getan habe. Und das betrifft die Bienen. Die Bienen sind total wichtig, weil die sind dafür verantwortlich, dass die Blumen bestäubt werden. Das habt ihr sicherlich alles schon in der Grundschule mitbekommen. Und ja, ich glaube, wir haben ja viele Bienenkästen gesehen hier in der Umgebung. Und ich werde mich, glaube ich, jetzt mal auf den Weg machen und ein paar Bienenkästen abklappern. Und dafür brauchen wir zum einen Wolle, gut, haben wir 3 Stück, das ist in Ordnung. Ein Bett haben wir auch, das nutzt nicht so schnell ab. Und wir brauchen nicht nur Wolle, wir brauchen auch Stickies, da haben wir ein paar für, jawohl. Dann eine Werkbank und dann bauen wir uns einen, das muss ich jetzt mal kurz nachschlagen, einen Scoop. Mit dem Scoop fangen wir nämlich dann die Bienen ein und mit den Bienen können wir dann wieder Dinge tun, nämlich neue Bienenstöcke kreieren, können wir kombinieren. Es gibt über 120 verschiedene Bienensorten, was wirklich unfassbar ist. Und ja, daraus können wir dann Honig natürlich gewinnen und andere Substanzen, die man wieder für andere Dinge gebrauchen kann, nicht nur für Honigkuchen und solche Sachen oder Honigbrot, sondern auch viele andere Dinge. Aber es ist auf jeden Fall ein guter Ausgangsstoff und wie gesagt, man kann wirklich sehr viele verschiedene Bienen an den Start bringen. So, da haben wir schon mal einen Kescher, genau, ein Scoop-Kescher. Mit denen werden wir dann jetzt gleich mal losziehen und Bienen einsammeln. Also wirklich super spannend, was wir hier machen. Für jeden was dabei. Dann werden wir aber erstmal hier die Reifen schon mal abernten. So, weil dann können wir nämlich gleich wieder neue pflanzen. So, und die haben natürlich dann wieder genügend Zeit zu wachsen. Und ihr seht, das war eine sehr gute Idee, denn unser Feld ist voll und ja. Der Rest kann wieder wachsen. Wir haben schon unseren ersten Weizen und könnten im Prinzip schon 2 Brote draus machen. Oder ein Brot, 2 Brote. Wie viele Brote kann man aus 4 Weizen machen? 1. Ein Brot. Der Wahnsinn, wir haben aber natürlich noch ein bisschen was. Ah, da könnten wir natürlich gleich auch mal... Okay, Quecksilber haben wir hier. Dann haben wir hier Goldbarren, sehr gut. Das rohe Hühnchen könnte man dann reinpacken und natürlich das rohe Schweinefleisch. Wir haben aber noch genug. Wir haben 5 Hühnchen und 5 Steaks. Sind also in der Zwischenzeit schon richtig gut aufgestellt. So, dann packen wir mal den Quecksilber zu den passend zum Schneeball, ist klar. Den Goldbarren packen wir hier hin. So, hier haben wir die ganzen wertvollen Dinge. Ja, also total den Klunker haben wir hier am Start. Echt abgefahren. Unser Holz geht langsam zur Neige. Haben wir denn eine Axt? Axt haben wir keine. Die könnten wir noch schnell machen. Dann können wir nämlich gleich... doch, da haben wir noch eine Axt. Haben wir noch. Aber was fehlt uns? Nee, Schaufel haben wir. Das haben wir. Was fehlt denn hier? Achso, wir könnten mal insgesamt einfach uns auch eine Rüstung machen. Leute, wie sieht es damit aus? Hm?
Eisenrüstung und so. Machen wir jetzt einfach mal. Hm? Sicher ist sicher. Und wir können auch mal, während wir das tun... Oh nö, jetzt regnet es schon wieder. Also ich muss ja mal sagen, das ist ja eine scheiß Klimazone, die wir uns da ausgesucht haben. Was wollte ich tun? Spitzhacke erstmal. Machen wir mal nee, so viel haben wir nicht. Wir machen mal eine Eisenspitzhacke. Und wir machen zwei Steinspitzhacken. So. Und dann natürlich eine Rüstung an Start. So, dann einen Helm. So, und damit war es das auch schon fast wieder mit unserem Eisen. Das packen wir jetzt wieder da rein. Dann können wir vielleicht notfalls noch eine Spitzhacke machen. Wir können, glaube ich, mit dem ganzen Scheiß hier auch noch Sachen machen. Habe ich allerdings noch nicht nachgeguckt, aber ich habe eine neue Funktion gefunden. Ich glaube, U. Ja, da können wir nämlich gucken, was man damit alles machen kann. Zum Beispiel eine Copper Chest. Großartig. Keine Ahnung, was die für Vorteile hat. Vielleicht ist sie robuster oder sie leitet Strom. Ich weiß es nicht. Wir können auf jeden Fall mit Copper Dinge tun. Stäubchen machen, sehe ich das richtig sehe. Bronze machen. Kann man damit auch eine Waffe machen? Mit Sicherheit. Viele komplizierte Dinge kann man damit tun. Das ist ganz wunderbar. Ich werde jetzt einfach mal das ausprobieren. Nicht, dass ich jetzt da gleich auf den Knopf drücken würde, aber nö, kann man nicht. Scheint mir ein bisschen unlogisch, weil die ersten Gegenstände, die wir in unserer zivilisatorischen Entwicklung entwickelt haben, waren nun mal Kupfersachen. Ja, so, aber okay. Steinzeit, Kupferzeit und so, ne? Aber na gut, beschwere ich mich mal nicht. So, ist es draußen denn immer noch dunkel oder haben wir mittlerweile Tag? Ich glaube, wir haben Tag und das sieht sehr lustig aus, wie dort die Schneeflöckchen oder das Röckchen am Start sind. Aber ich glaube, wir haben alles, was wir brauchen und wir könnten eigentlich mal losziehen. Was mir noch ein bisschen fehlt, und ich glaube, jetzt habe ich schon einen Fehler gemacht, weil wir haben nicht mehr genügend Eisen. Ach, das wäre es jetzt gewesen. Wir könnten ja mal einen Kompass machen. Redstone hätten wir gehabt. Tja, Chance versaut. Wunderbar. Das heißt, wir müssen hier so, Droid Boys Mine, die sind wieder da. Ich glaube, was das letzte Mal passiert ist, dass die Wegmarkierungen weg waren. Ich habe, glaube ich, irgendeinen Shortcut gedrückt, der dafür gesorgt hat, dass dass plötzlich die Dinger weg waren. Die, oh, das ist aber schön, ich mag das. Sehr cool. So, Honeycombs, wo sind die? Man kann auch einen Honeycomb Detektor bauen, der einen dann verrät, wo die nächste Honigbehausung ist. Aber ich glaube, dafür brauchen wir noch erstmal irgendwie Waben und Wachs und so ein Zeug. Und ja, dann schauen wir aber mal hier so lange. Hier müssten die ja eigentlich irgendwo sein. Und da können wir dann gleichzeitig auch noch ein bisschen... Bleibst du da? So. Während wir auf der Suche sind nach der... Oh, Alter. Wo kommt der denn her? Nicht explodieren. Bam. So, dankeschön. Und warum haben wir jetzt plötzlich so großen Hunger? Das essen wir doch gleich mal unsere Hühnchen. Die haben wir ja nicht umsonst. So, und weiter geht's. Guten Tag. Ein Zombie. Ach so, wir haben... Das liegt einfach daran, dass... dass es regnet und dann ist es so dunkel, dass wohl... Au! Oh, fuck, diese kleinen Biester. Okay, okay. Ich merke schon, das ist ein bisschen herausfordernder wie sonst. So, ein Ei. Wir sind fast tot. Wir dürften uns jetzt regenerieren, da wäre ich total dafür. Machen wir. Okay, alles gut. So, wo sind denn unsere Honigteile am Start? Neulich haben wir so viele gesehen. Und jetzt sehen wir sie praktisch gar nicht mehr. Das ist ja auch ein wenig seltsam. Wo könnten sie denn sein? Die war doch hier irgendwo in der Nähe. Habe ich doch relativ viele gesehen. Oder hat sie bereits jemand von den Kollegen eingesammelt? Das könnte natürlich auch sein. Was ja kein Problem wäre.
So, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Was haben wir denn hier für schöne Blümchen? Hör mal. Schön. Schöne Blümchen. Schön. Schön. So, dann gehen wir mal hier vorsichtig runter. Wir sind ja einigermaßen wieder aufgeladen. So, da ist noch ein Schäfchen, wenn ich das richtig sehe. Das ist natürlich ein Träumchen. Oh, da haben wir eine Honigwabe. Aber das Schäfchen muss erstmal dran glauben. So, dankeschön. So, da können wir das gleich mal ausprobieren. Sozusagen unsere erste moderne Tat. Also halt etwas, was es in Vanilla nicht gibt. So, wir bauen das ab. Und was haben wir bekommen? Bienchen. Irdene Drohne und noch eine irdene Prinzessin. Sehr cool. Unbekannt. Da weiß ich jetzt nicht so ganz genau, warum da jetzt unbekannt steht. Oder was da genau so unbekannt dran sein soll. Ich hätte auch ruhig den Helm anziehen können. Dann wäre das gerade nicht so gefährlich gewesen. Na gut, man lernt ja nie aus. So, da sind wir schon wieder in unserem Dorf. Okay. Hier sind wirklich sehr schöne Blümchen, muss ich mal sagen. Wirklich ganz toll. Wenn ich ein Botaniker wäre, würde ich mich total freuen darüber. Was ist denn da hinten für ein Licht? Ist das zufällig meine Mine, die da so leuchtet? Das wäre natürlich ganz nice, muss ich mal sagen. So, hier gibt's. Ich habe in einer Einzelspielerwelt, die ich mal parallel erstellt habe, um mal so ein paar Sachen auszuprobieren, habe ich tatsächlich, glaube ich, Öl gefunden. Wenn ich mich nicht irre. Das war eigentlich ganz cool. So, hier. Genau, das Grundstück hätte ich ja auch mal haben können, wenn ich es gewollt hätte. Oh, was haben wir denn hier? Okay, dieses Eisen nehme ich mit, auch wenn es eigentlich verboten ist, aber ich brauche dieses Eisen für Rüstung. So, hat ja keiner gesehen. Was ist denn da hinten für ein Brocken? Das sieht ja interessant aus. Ihr seht, ich bin immer noch im Erforschungs- und Erkundungsmodus. Das sieht wirklich abgefahren aus. Ich hätte fast große Lust, da hinzufahren, hinzuschwimmen und herauszufinden, was das ist. Warte mal, da gibt es ja noch eine andere Funktion. So. Hm. Ist das vielleicht so eine Art Tempel, Magietempel oder sowas in der Art? Könnte sein. Habe ich auch schon in einer, in der Einzelspielerwelt gesehen, dass es da auch so verschiedene Schreine und sowas gibt. Ziemlich cool. Vermutlich ist es relevant, wenn man irgendwas mit Magie machen will. Jetzt bin ich nicht so der Magier, aber ja, schön, dass man weiß, dass man es tun könnte. So, und weiter geht's. Kommen wir hier hoch. Na klar. So, dann brauchen wir vielleicht noch eine Bienenwabe. Das finde ich ganz nett. So, da kommen wir, glaube ich, her, oder? Ich bin auch in der Einzelspielerwelt schon mal schön gestorben, weil über Nacht wirklich richtig viele Monster am Start waren. Wo ich auch dachte, okay, das habe ich jetzt mal leicht unterschätzt. Oh, nice, nice. Nehmen wir mit. Was ich auch schon bemerkt habe, dass diese Kescher ziemlich zerbrechlich sind. Also so nach 3, 4 sind die schon im Arsch. Ist natürlich, sag ich mal... Habe ich mir gerade erschrocken. Da braucht man halt ein paar von. So, und in der Wüste gibt es, glaube ich, auch relativ viele Bienenstöcke. Richtig, da hinten ist zum Beispiel noch eins. Und interessant ist jetzt, dass man durch Züchtung verschiedene Sorten an Bienen machen kann, züchten kann. Weil es ja hier... Okay, die würde ich ja gerne mitnehmen, die Biene. Dafür lassen wir da... Was haben wir denn da? Schwarzpulver. Okay, nice. Minium-Scherbe. Da habe ich irgendwas gelesen. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel eine bescheidene Prinzessin unbekannt. Da auch. Aber die haben unterschiedliche Nummern. Und ich glaube, je nachdem, wie man die miteinander kombiniert, da hinten ist auch noch eine Bienenwabe. Und hier ist so eine lustige Pflanze. Wenn man die abbaut, dann bekommt man so ein seltsames Feuer. Und die... Haben auch gar keinen Grafikfehler. Die leuchten auch nachts. Was können wir denn stattdessen hier lassen? Tja, wir haben uns einfach wieder zu viel Zeug mitgenommen. Lohenstaub. Dann essen wir zwischendurch mal wieder was. So, und wir sind schon 15 Minuten unterwegs. Unfassbar.
das geht ja rucki zucki. Also man merkt da wirklich, dass man eigentlich gar nicht so viel Zeit hat während so einer Aufnahme. Man darf ja maximal 25 Minuten aufnehmen. Jetzt könnte ich natürlich auch mehrere Folgen hintereinander aufnehmen, muss mich aber jedes Mal wieder abmelden, muss dann wieder neue Begrüßungen und so machen. Und deswegen, ich weiß auch nicht, wenn ich jetzt so viel vorproduziere, finde ich das irgendwie doof. Naja, könnt ihr vielleicht mal sagen. So, da haben wir dann nochmal eine Wabe, nochmal eine Biene. Oh, das würde ich jetzt natürlich alles nicht gerne. Doch, das kann man abgeben. So, was haben wir hier? Oh, oh. Okay, schnell aufnehmen. Tschö, und ab nach Hause. So, 361 Meter. Da werden wir jetzt schnurstracks nach Hause gehen, denn ich habe keine Lust, einen Fight mit den fetten, fetten, vielen Monstern am Start zu haben. Und dann gehen wir gleich mal pennen. So, auf geht's, nach Hause. Und dann beschäftigen wir uns mal mit den Sachen, die wir eingesammelt haben. Da können wir nämlich dann zum Beispiel gleich mal einen neuen Bienenstock machen. Da können wir im Inventar gucken, wie das genau funktioniert. Ist ja die Bauanleitung sozusagen schon dabei. Hoppala. So. So, jetzt ist es langsam dunkel. Wo ist mein Schwert? Hier. Okay, noch sind es nur Schafe. 170 Meter noch bis nach Hause. Das schaffen wir, glaube ich. Wir haben jetzt ja auch ein bisschen Rüstung am Start. Ist also alles nicht mehr ganz so gefährlich. Los, los. So, schön über die Fläche laufen. Dann können wir nämlich schneller rennen. Die Hüpferei ist dann doch ein bisschen verlangsamt. So, und schon sind wir zu Hause. Das geht eigentlich auch immer relativ fix hier. So, orange ist unsere Farbe. Ich höre hier schon Dinge. Ich hoffe nur, dass keine Creeper hier spawnen. So, was haben wir da? Da ist eine Spinne am Start. Da ist ein Zombie. Autsch. Den werden wir natürlich jetzt hier noch... Alter. Wichtig ist, dass hier kein Creeper am Start ist. So, aber deswegen haben wir uns ja hier schön ein Türchen gemacht. Wunderbar, wir sind zu Hause. So, und hier haben wir auch schon die ersten weiteren Weizenfelder. Die werden wir natürlich gleich mal abernten. Beziehungsweise Plansch erstmal unser Zeug in die Kiste bringen. Und oh mein Gott, wir haben, also wir brauchen dringend eine neue Kiste. Ist ja unfassbar. So viel unterschiedliches Zeug. Das müssen wir dringend sortieren. Und deswegen machen wir jetzt auch gleich erstmal ein paar Kisten. Und da können wir uns auch gleich schon mal Gedanken drüber machen, wie wir das alles sortieren, dieses ganze Zeug. Ist echt abgefahren. So, was haben wir denn da? Ein Hühnchen. Dann haben wir hier noch mehr Fleisch. Wunderbar, da können wir das gleich mal hier reinmachen. 1, 2, 3, zack. So, das packen wir hier rein. Ja, ich glaube, das haben wir so langsam in den Griff bekommen hier. Immer schön die Tür zumachen. Wie viel Holz haben wir noch? Zu wenig Holz, genau. Das habe ich schon befürchtet. Ich hatte aber mal einen Baum hier hingepflanzt. Was ist aus dem eigentlich geworden? Der ist gewachsen. Ich glaube, da hat sich jemand einen... ein bisschen bedient. Das ist aber vollkommen in Ordnung. So, dann holzen wir... Oh, das war eindeutig eine Server-Geschichte gerade. Okay. Hoffentlich kollabiert der nicht oder sowas. Dann haben wir ein bisschen Holz und dann werden wir hoffentlich gleich ein paar Saplinge bekommen. Die können wir dann wieder pflanzen und dann haben wir unsere eigene kleine Baumplantage, die wir ja dringend brauchen. So, da haben wir Holz. Aus dem Holz machen wir Kistchen. Jetzt machen wir erstmal, ja genau, würde ich mal sagen. Zwei, so. Und zwar müssen wir uns jetzt so ein bisschen überlegen, auch so langsam Struktur hier reinzubringen. Jetzt haben wir hier zwar unser Hütchen. Achso, das könnte ich ja mal schnell nebenbei machen, während wir uns da schon mal mental darauf vorbereiten, dass wir gleich Dinge organisieren werden. Können wir schon mal hier pflanzen, so. Jetzt sind wir sogar schon so weit, dass wir im Grunde unser Feld vergrößern könnten, was ein gutes Anzeichen dafür ist, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen. So, ja, was machen wir denn hier Schönes? Wir werden auf jeden Fall
schon recht bald. Das seht ihr ja auch hier mit dem ganzen Zeug, das wir hier haben. Und das wird alles noch viel größer werden, wenn wir anfangen, mal wirklich Dinge zu tun. Das ist hier ja wirklich noch eine Farce eigentlich. Da werden wir, tja, gleich mal hier im Grunde schon loslegen können. Und Kistchen hinbauen müssen und erweitern müssen und so weiter. So. Ne, hier haben wir genug Erde. Nö. Packen wir da drauf. So, dann machen wir jetzt erstmal so ein bisschen ein Erdedach draus. So. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal eine zweite Kiste da. Oh. Ach, ich bin ja so ein Pro. Crap! Bam, bam, badam, bam, bam. Pro Gamer, würde ich mal sagen. So, schön Erde in den eigenen Bunker rein. So, jetzt können wir das aufmachen. Und dann würde ich vorschlagen, hier unten oder oben, ist eigentlich egal. Irgendwo müssen wir auf jeden Fall einmal das organische Zeug reinmachen. Oder sagen wir mal, wir machen einfach jetzt mal eine Kiste, wo wir den ganzen Bienenscheiß reinpacken. Ja, so. Weil das wird nämlich, glaube ich, ein bisschen ausführlicher werden. Da werden wir uns ein bisschen mit beschäftigen. Und eine Kiste, wo wir eben jetzt erstmal die ganzen Materialien reinpfeffern. Wie zum Beispiel sowas, ja, dann holen wir die Biene hier raus. Ach so, hier haben wir ja das, können wir da, hier können wir die Eier rein. So, das ist das Material, die Blümchen. Die Blümchen bleiben auch da, denn die gehören zu den Bienen. Will man nämlich Bienen irgendwo platzieren, muss man die in den, also einen neuen Bienenkorb machen. Dann muss man das in der Nähe der einer Blume machen. Und deswegen brauchen wir die Bienen hier unten. Haben wir noch eine Wabe gehabt? Ja. Nur eine einzige Wabe. Ist aber nicht so viel, muss ich mal sagen. Eine ausgedörrte Wabe? Ich dachte, wir hätten mehr eingesammelt. Hm. Okay. Auf jeden Fall, hier oben machen wir jetzt unser Bienenzeug hin. Eine bescheidene Drohne. Eine irdene Drohne. Die ist, glaube ich, ein bisschen besser. Eine Prinzessin auf die rechte Seite. Irdene Prinzessin auf die rechte Seite. Noch eine irdene Prinzessin. Und nochmal eine bescheidene Prinzessin. 4 zu 2 steht es. Ach nee, das sind ja 2. Dann steht es 4 zu 4. Klar, 4 Waben, 4 Bienenstöcke sind jeweils eine Drohne, eine Prinzessin. Alles klar. Blümchen brauchen wir auch bei. So, dann haben wir hier Weizen. Das könnte man eigentlich benutzen, um recht bald schon uns ein paar Kühe zu besorgen, damit wir mit dem Fleisch dann nicht so ein großes Problem bekommen. Ja, und hier sieht es wie mittlerweile aus? Flachssamen. Interessant. Faden. Ja. Hier würde ich auch gerne recht bald mal irgendeine Art von Ordnung reinbringen. Hier oben könnten wir wieder die Kescher reinmachen. So, wie viel Uhr haben wir? So, noch 2 Minuten. Wie die Zeit vergeht, ist es wirklich unfassbar. Aber das macht wirklich Spaß. So, und hier haben wir jetzt schon wunderbar 4 Saplings. Herrlich, genauso muss es laufen. Und eins haben wir noch. Noch ein Sapling? Nein. Egal. Okay, dann würde ich jetzt aber vorschlagen, wir pflanzen noch die Saplinge, bevor wir dann Schluss machen. So. Okay. Dann haben wir hier wunderschöne Bäume. Das Ding könnten wir im Grunde... Lässt das Ding auch Saplings fallen? Das probieren wir einfach aus. Dann können wir diesen Gummibaum nämlich auf der anderen Seite anbauen. So, da warten wir jetzt hier einfach so noch ein bisschen. Und ja, dann können wir uns mal hier vielleicht überlegen, während wir gerade so am Start sind, warum fehlen hier... Samen. Habe ich welche dabei? Nö. Können wir gerade mal das Loch stopfen, während wir noch dieses Holz wegbringen. Sticky. Was ist das? Sticky Resin. Resin. Ich habe keine Ahnung. Kann man aber rausfinden, und zwar indem man auf U drückt. Da kann man Dinge mit tun, nämlich... Aha, okay. Man kann damit Gummi machen. Und aus Gummi kann man nichts mehr machen, doch, wenn man auf U drückt, kann man, hier, Copper Cable machen, alles klar, cool, also ich glaube, wir haben gerade eben was von diesem Baum gedroppt bekommen, was man braucht, um Kupferkabel zu machen,
Sehr coole Geschichte, weil das braucht man wohl für ein paar elektrische Leitungen und sowas. Das heißt, das werden wir brauchen und das ist gut, dass wir es aufgesammelt haben. So, und jetzt brauchen wir ein Samenkorn. Das können wir mal da hoch machen. So. Und es wird bereits wieder Tag. Wunderbar. Zack. Oh, hier haben wir noch einen fertigen Weizen. Machen wir natürlich auch gleich. Nehmen wir alles mit, nehmen wir alles mit. So, droppt hier irgendwas? Hier droppen überhaupt gar keine Saplinge, was echt nicht so der Hit ist. Come on. Also mindestens einen Sapling solltest du droppen. Komm schon, ich helfe dir ein bisschen. Hm? Lieber Gummibaum. Droppe einen Sapling, droppe einen Sapling. Droppe einen Sapling, komm schon. Kein Sapling. Schwach. Schwache Leistung, lieber Baum. Ich hätte jetzt gedacht, dass da... Ach so, oh. Dun, dun, dun. Ich glaube, ich hätte den gar nicht abfällen dürfen, weil man da irgendwie was ranflanscht und dann da so ein... und dann immer wieder dieses Harz rausläuft. Das heißt, diesen Baum hätte man gar nicht fällen dürfen. Aber ich frage mich halt, wie man diesen Baum sonst irgendwie züchtet, aber okay. Naja, egal. So, das war die fünfte Aufnahme. Wir sind ein bisschen vorwärts gekommen, haben ein paar Sachen getan und ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal zu Power City. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.